Recording sogar. Alles klar. Dann zwei Boxen Donruss Blaster im Team Draft. Vier Leute, die Mannschaften auf der rechten Seite im Bild zu sehen. Und ja, auf die Plätze, fertig, los. Viel Glück allen und auf weitere Autogramme aus unseren schönen kleinen Blastern hier. Oder als Krönung auch mal so ein Glas, ob so ein Kick auf Glas Trikotstückchen. Naja, auch mal eine schöne Sache. So, vier Boxen, vier Packs, vier Boxen, ja schön, zack. So, schön hier hinlegen, damit alles immer im Bild ist. Zack. So, Orange-Päckchen. Habe ich Donners gesagt eben? Ach Gott, herrje. Der Breaker ist echt manchmal. So. Orange Pack. Stojanov, Ludogorets. Lewandowski, Bayern. Pulisic, Orange. Dortmund. Silva, Manchester City. Und Calhanoglu, Leverkusen. Wer hat Dortmund? Wer hat Dortmund? Daniel. Pulisic, Orange. Ich krieg mal eine Hülle. Weil du musst wissen, wenn du das jetzt irgendwie mit den amerikanischen Serien noch nicht so verfolgt hast, Pulisic ist ja sowas wie die amerikanische Hoffnung auf besseren Fußball in der Zukunft. Und dementsprechend begehrt ist er tatsächlich bei diesen amerikanischen Fußballsammlern auch, wenn er sozusagen von der Leistung her jetzt irgendwie vielleicht nicht auf dem Niveau von den Herren Messi und Ronaldo ist, dann ist trotzdem der Preis, der für manche von diesen Pulisic-Karten erzielt wird, irgendwie schon fast vergleichbar. Ja? Also jetzt, nachdem es jetzt inzwischen schon ein paar Karten von ihm gibt, nicht mehr so sehr, aber am Anfang, als die ersten Karten von ihm rausgekommen sind, da war das eben schon der Fall. Also da hat halb Amerika irgendwie Pulisic-Karten gejagt, weil sie eben für ihr Land darin den amerikanischen Superstar sehen. Und ja, von daher ist diese Orange von Pulisic dann schon ganz gut. So. Nächstes Pack. Cosmin Moti Ludogorets. Ja, ich sehe auch, wenn ich. Das Bild ist irgendwie nicht so super flüssig gerade. Muss mal, Sekunde, versuche mal gerade was. So. Kurz mal versuchen, hier so ein bisschen flüssigeres Bild hinzubekommen. Hoffen mal, dass es jetzt langsam funktioniert, ein bisschen besser geht. Das Bild jetzt wieder ein bisschen flüssiger als eben. Ja, so ein bisschen abgehackt. Mal gucken, vielleicht pendelt es sich gleich wieder ein. Wenn es nicht geht, dann sagt nochmal Bescheid, ne? Aber ich glaube, jetzt ist es wieder so ein bisschen flüssiger bei einer. Eine Belastung für den Prozessor, die weggefallen ist, hat gerade weggeklickt. So, also, Moti Ludogorets, Marco Reus, Dortmund. Und oh, dahinter, die mache ich zuletzt wieder, was Rotes auf 25, ihr seht es schon rausblinzeln. Also Marc Janko, Basel. Dann Roman Eremenko, ZSKA Moskau. Marco Reus. Und dann Rot auf 25, die Augen kenne ich. Also ich glaube, ich weiß, wer es ist. Und ich glaube, derjenige, der PSG gewählt hat gleich eine neue Karte auf 25, weil das sollte doch dann Angel Di Maria sein. Jawohl. Auf 25, also ich meine schon wieder eine auf 25, gell? Ziehen schon immer ganz coole Karten.
Angel Di Maria. Erste Box, direkt eine auf 25. Pulisic Orange. Angel Di Maria auf 25. Also, mal wollen wir mehr. Aber täusche ich mich oder ist es immer noch so ein bisschen ruckelig? Also dieses Bild ist irgendwie wie so abgehackt irgendwie. Ja, Glückwunsch Daniel auf jeden Fall. Also guter Spieler, gute Karte. Nicht so das überbegehrteste Team, PSG, also bei den Sammlern jedenfalls, aber naja, guter Spieler auf 25. So, nächstes Pack. Lopez und was haben wir da hinten? Lopez für Lyon, Brügge für, ich meine Diaby für Brügge, Benzema für Real, Hummels für Bayern und Pizzi für Benfica. Sagt ihr mir mal, ob das irgendwie bei euch so ruckelig ist, also so das quasi immer zwischendrin, wie es den Eindruck macht, als würde irgendwie so eine. Ich weiß nicht, ein Bruchteil von einer Sekunde fehlen oder so. Ne? Noch keine einzige Pause. Ja, kommt noch. So. Ja. Dann Fernandes, ZSK Moskau. Rakitic Barcelona, Jarmolenko Kiew, Carvalho Portugal und Azmoun Rostov. So, letztes Pack. Bale Real. Koric Zagreb, dann Pedigree, Jamie Vardy, wer hat Leicester, Dennis, Reina Napoli und Shahan Besiktas. So, lass mich mal kurz hier was versuchen. Die Flackern 60. Okay. Video Output 30 stimmt auch. Okay. Da ist nichts geändert. Wieso ist denn das so abgehakt? Man verliert Frames zwischendrin. Na gut, wie dem auch sei. Erstmal machen wir den zweiten, Dennis. Durch Blut. Also, zweiter Blaster. Zack. 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 Packs. So. Orange Pack. Olsen Kopenhagen. Rui Patricio Sporting. Pizzi von Benfica. Jarmolenko Kiew. Und Carvalho von Sporting. Normales Pack. Oh, da war was. Ich glaube, das war eine goldene auf 99. Augustinsson, Kopenhagen. Dann von hinten Layun Porto. Coates, Portugal.
Portugal, Sporting. Dann Jiménez Benfica und auf 99 nummeriert, 99 nummeriert. Wer ist das nochmal? Bernardo Silva von Monaco. Wer hat Monaco? Monaco. Paul, da hast du doch eine Karte, Paul. Corona Porto, Callejon Napoli, Marcello Besiktas, Besiktas habe ich, Hamsik Napoli und Antunes Kiew. Navas, Rostov, André Hahn, Gladbach, bisschen unscharf das Bild jetzt, also das, die Karte an sich, das Foto auf der Karte, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, das ist meine Kamera, die ist unscharf, Pustekuchen, das ist die Karte, also das Foto auf der Karte ist einfach unscharf und wo ich gerade über die Farbe, über das Foto doziere, noch eine rote, zwei Karten auf 25 in zwei Blastern, also noch Fragen? Dembélé, also Moussa Dembélé für Celtic. Christensen Gladbach für Gladbach Pack. So, also der unscharfe Hahn vorne. Und, oh, die Frisur, ich glaube, dieses Stirnband kenne ich doch. Ist das dieser Isländer von Basel, Bjarnason? Ja, ich glaube, das ist der. Birkir Bjarnason auf 25 FC Basel. Wer Basel? Ich? Oh. Okay, danke. Birkir Bjarnason. Aber, also ich meine, hammerhart, oder ich meine, zwei Blaster und zwei auf 25 drin, das ist ja schon etwas überdurchschnittlich. So, letztes Pack. Marek Suchi, Sergio Ramos, Leo Messi, Ilkay Gündoğan und Gabi. So, das war's für die zwei Blaster.